Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal die Map Acer Games. Diesmal aber hier auf so einem normalen Server, nenne ich es mal. Scheiß drauf. So, wo gehen wir denn mal hin? Das ziehen wir uns erstmal an. Ah, genau, ich weiß schon, wo ich hingehe. Falls da nicht schon irgendjemand hingelaufen ist. Nope. Ich gehe zum Drachen. Da oben rein, da steht nämlich eine Doppelkiste, wie wir vielleicht noch wissen. Na, da kommt der nächste. Solange der kein Schwert hat, ist es mir eigentlich relativ egal. Wow, aufpassen, dass ich hier nicht runterklatsche. So. Keiner verfolgt mich. Ich dachte mal, alle wollen zum Drachen oder irgend sowas. Da oben kann man auch noch hin. So, für eine geile Map. Geile Map. Da geht's auch noch weiter. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wieder runterklatsche. Schwimm! Schwimm! So, nicht runterklatschen. Zack, zack, zack. Hoch. Boah, geschafft. Hier nochmal die Map. Oh, was ist das denn? Kein Schwert. Hier nochmal. Ah, Map Builder, Loot Place, Master Ace. Tomatenschlumpf und Black Fishy haben geholfen, anscheinend. Oh, kommt man da irgendwie rauf auf den Drachen? Oben rauf oder sowas? Ich glaube nicht. Ach komm, mach ich mir hier die Mühe. Ich spring einfach runter. Oder? Ja, muss ich ja. Hui! Da oben steht es übrigens nochmal. In Spiegelschrift Luke Place. Also von hier aus gesehen in Spiegelschrift, von oben aus gesehen wahrscheinlich dann richtig rum. Und ja. Sehr geile Map auf jeden Fall. Besonders hier der Drache. Dieser chinesische Drache, wie es aussieht. Oder ich weiß nicht, gibt es dafür einen speziellen Namen? Chinese Dragon. Wahrscheinlich im Chinesischen gibt es einen speziellen Namen dafür, aber egal, da dürften auch noch Kisten sein. Ja, keine Waffen eigentlich, Feuerzeug, naja. Da brennt der Gegner mal schön, aber sonst eigentlich nichts. Da oben ist eine Kiste, dann kann ich mich noch erinnern. Und ich habe auch in der Zwischenzeit auch schon, also noch ein paar Mal irgendwelche Asia Games von anderen Leuten gesehen. Deshalb kenne ich vielleicht noch ein paar mehr Kisten als da. Sonst kein Schwert. Dafür mal Schuhe. Was zu essen brauche ich noch gar nicht. Ist ja ein Wunder. So ein bisschen. Wow. Wo? Na, ist egal. So. Da nicht. Wow. Da drin müsste noch eine Kiste sein. Und zwar da. Na, auch nichts Tolles. Fressen und weiter. Boah, schneller. Alter, ernsthaft? Hä? Ah, der hat die Leertaste nicht erkannt bei mir. Komischerweise, wo ich die gedrückt gehalten habe. Aber egal, egal. Gut. Und weiter geht's. Ja, Feuerzeug, sonst Angel könnten wir uns hier noch nehmen. Auf jeden Fall auch gut, um Gegner fernzuhalten. Boah, war hier. Doch, hier war's. Hier war noch eine Kiste. Hier ist ein Ofen, a Workbench. Wir könnten uns Pfeile machen, aber wir haben keinen Bogen. Scheiße, schon leer. Ach komm, einmal Pfeile können wir uns machen. Workbench auf jeden Fall immer gut. Da hätte man nämlich immer noch einen Stick, falls wir uns ein Schwert machen könnten. Aber so hätten wir dann schon, falls wir einen Bogen finden würden, schon mal ein paar Pfeile. Sollte auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Ah, komme ich hier rauf? Jo. So. Hoffentlich begegnen wir jetzt hier keinem. Denn das wäre unschön.
Ah, ich brauche ein Schwert finden. Ich bin eigentlich top ausgerüstet, bis auf ein Schwert. Und ein Bogen oder. Und oder ein Bogen wären auch nicht schlecht. Da ist Kiste. Oh, nice. Nice. Schwert plus Feuerzeug. Das ist auf jeden Fall plus mehrere Feuerzeuge. Ist auf jeden Fall sehr gut. So, und jetzt können wir auch ein paar Gegner schlachten. Wenn wir denn welche finden. Außer natürlich, die haben eine. Ah. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir auch eine Hose. Und Boot. Ein Boot. Auf jeden Fall nicht schlecht, falls man mal abhauen muss irgendwo. Hier gibt es auch viel Wasser auf der Karte. Daher ist es nicht schlecht, auf jeden Fall ein Boot zu haben. Also, falls es wirklich mal. Hier geht's rein, auf jeden Fall. Ja, hier, lass mich mal. Ah. Na. Hallo? So. Nice. Ein Diamant. Ein Diamant. Eisenboots. Was Besseres zu fressen und ein Diamant. Ja, ein Diamant ist natürlich. Bringt mir natürlich überhaupt nichts. Ich könnte mir eine Diaschaufel machen. Falls ich kein Schwert hätte, hätte ich mir eine Dia. Dann hätte ich mir nicht machen können. Doch, hätte ich mir machen können. Hätte ich mir eine Diaschaufel gemacht. Auf jeden Fall, weil die macht auch so ein bisschen Schaden, ne? Schwein. Ich brauche den Fleisch. Okay, nahrungstechnisch sieht es auch ganz gut aus. Wir haben allerhand Kisten gefunden. Hat mich ja gewundert jetzt, dass wir wirklich so viele Kisten hier auf Anhieb eigentlich gefunden haben. Auch eine Seltenheit. Aber wir haben noch niemanden gekillt. Mein Schwert. Kuh. Kuh, 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 Kuh. So. Weiter geht's. So. Wo sind wir denn hier eigentlich? Chicken. Meins. Hätten wir ein paar Erfahrungs- oder hätten wir allgemein. Ah, das kann man natürlich auch machen. Schaf. Da hinten war ein Schaf. Ich muss alle Tiere töten, die mir jetzt begegnen. Denn hier gibt es ein Enchantment Table auf dem auf der Map. Habe ich gelernt. Ah. Die Kuh ist dahinter. Und ja, deshalb wären ein paar Level auch nicht schlecht. Könnte man sich zum Beispiel sowas wie das Schwert enchanten oder irgendwas. Aber naja. Kisten. Hier weiß ich nicht, ob es hier Kisten gibt. Ich weiß nur, dass es da vorne Melonen gibt. Oder geben müsste, falls sie nicht schon eine abgebaut hat. Und ich finde hier keine Leute. Warum finde ich hier keine Leute? Da unten ist bestimmt irgendwas. Aber ist mir jetzt mal egal. Da oben ist eine Kiste. Wow. Komm. Hallo? So. Auch alles meins. Auch nichts Wertvolles drin. Und da unten geht es auch noch runter. Woher weiß ich das bloß? Ja. Nicht aufs Maul legen. Hier durch. Oh, dadurch. Ach, guck mal. Von da oben wäre man auch reingekommen. Kiste. Na, Chain Boots. Ein paar Fische. Huch. Ich wollte eigentlich das Steak fressen. Zack. Fische nehmen wir uns mal hier hin. Ja, das ist besser. Ne, das hier ist besser. So. Ah, noch ein Diamant wäre natürlich extrem geil. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Komme ich. Ne, hier ist nix. Ich hoffe, ich komme jetzt hier wieder hoch. Ja, mit Jump'n'Run anscheinend. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Aber die Jump'n'Run-Skills machen sich vielleicht doch bezahlt. Wow. Ach, verdammt.
Der Blitz kam genau in dem. Ja. Fail. Ich hoffe, ich komme hier auf jeden Fall noch raus. 20 Minuten bis zum Deathmatch. Na, ich komme da nicht ran. Nee. Jo. So, und das wird hier ein schwieriger. Ach, Mann! Ich bin so ein Noob. Oh. Erlös mich doch, einer. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wäre ich mal nicht hier runtergegangen, ey. Das ist natürlich extrem langweilig, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit so. Ey, das gibt's gar nicht. Mach ich irgendwas falsch? Oder gibt's vielleicht einen anderen Ausgang, den ich nur übersehe die ganze Zeit? Wow. Dies und mehr erfahren Sie in der nächsten Folge. Nein, natürlich nicht. Von da bin ich. Aua, meine Nase juckt. Ne, kein Bock mehr. Hier muss es doch noch einen anderen Ausweg geben. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier so fehle, aber es kann doch nicht sein, dass ich da jetzt wieder hochjumpen muss. Ach, das ist doch scheiße, Mensch. Das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Wenn man nicht so die Mega Jump'n Run Skills hat, dann sowas extrem mies. Ja. Nicht, dass ich jetzt hier bis zum Deathmatch verweile. Och, ey. Och, Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, wenn nicht, mache ich gleich einen Cut, bis ich hier raus bin oder bis das Deathmatch angefangen. Ja. Ehrlich, ganz ehrlich, ich hätte als Zuschauer da überhaupt keinen. Wow, aufpassen. Überhaupt keinen Bock drauf, wenn man hier die ganze Zeit so warten muss und. Ganz ehrlich, ich überspringe das jetzt. Bis gleich. So, ganz kurz noch. Da stand gerade Sponsors have refilled the chests. Heißt, hier ist auch was Neues drin. Naja, egal. Auch nicht so gut. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich oben bin oder tot bin. So, ich glaube, ich habe es jetzt fast geschafft. Hier bin ich gerade hochgeklettert. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Und jetzt bin ich schon hier und da und hier hoch und da bin ich draußen. Yeah. Skiller. Ah, die Melonen. Ich hoffe, man kann die abbauen. Nein, kann man nicht. Im Original kann man die nämlich abbauen. Was natürlich. Ah, Pfeile. Immer noch kein Bogen. Naja. Jump'n'Run Power. Da würde ich nicht gern runterfallen. Muss man aufpassen. Auf alle Fälle. Nicht, dass mir jetzt gleich einer von hinten hier umboxt. Aber naja, egal. So. Ey, wir haben immer noch keinen gesehen. Das gibt's doch gar nicht. Gucken wir jetzt kurz mal im Chat. Es sind noch 5 Leute übrig. Aber ich habe noch niemanden gesehen. 15 Minutes bis zum Deathmatch. Oder besser gesagt, 15 Minutes. Hier rein. Ah ja. Will ich hier überhaupt? Da oben sind Schweine. Ich gehe wieder zurück. So. Dann gehen wir mal hier lang lieber. Hurra! Nice Jump. So, und dann schwimmen wir einfach mal hier hoch. Ganz gemütlich, gechillt. Hui. Ohne zu ertrinken, möglichst.
Können wir noch gucken, was hier ein bisschen, was hier so los ist. Anscheinend nichts. Los, hoch. Ah, die Chests wurden refilled. Ah, ich habe die Chests nicht nochmal nachgeguckt, die da standen. Da standen ja noch Chests. Die Chests wurden ja refilled. Und daher habe ich so ein paar Kisten jetzt ausgelassen. Ich hätte jetzt. Oh Gott, da oben ist jemand. Hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Der schlägt mit dem Fisch, ne? Oder mit Seide oder irgendwas. Was will er damit bewirken? Verreck. Verreck, 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 verreck. Tod, meiner. Dankeschön. Eine Karte brauche ich nicht. Goldpanzer brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das ist nicht schlecht. Eisenhose. Brauche ich nicht. Steak kann man immer aufheben. Das auch. Den Fisch schmeiße ich mal weg. Noch eine brauche ich nicht. Zack. Zack. Volle Eisenrüstung. Hier liegt noch Eisen so rum. Und das brauche ich auch nicht. Daher volle Eisenrüstung am Start. Wow. Jetzt habe ich gerade voll Kanne das Mikro weggehauen. Und er hatte kein. Er geht auf mich los, obwohl er. Drei Diamanten! Drei Diamanten! Was liegt denn hier noch für Zeug? Scheiß drauf, ganz ehrlich. Ich habe drei Diamanten. Ich brauche ein Dierschwert. Ganz ehrlich. Wo war denn die letzte Workbench? War die nicht in diesem komischen Haus oder irgendwo? Doch, in dem Haus war eine Workbench auf jeden Fall. Ich brauche ein Dierschwert. Ey, ganz ehrlich. Ich brauche ein Dierschwert jetzt. Volle Eisenrüstung und Dierschwert, dann bin ich unbesiegbar. Ich wäre und. Boah, Sprinte. Ich muss zurück. Da kann ich auch gleich nochmal den Chest abgrasen. Die Chests abgrasen. Boah, hammergeil. Zum Glück bin ich doch noch weitergegangen. Jetzt hätte ich den Typen nicht erwischt. Jetzt habe ich volle Eisenrüstung am Start. Boah, hammermäßig. So, jetzt darf mir nur keiner begegnen. Och, vielleicht mache ich mir einfach mal eine. Ja, eine Dia-Spitzhacke. So. Komm. Kiste. Nur Mist. Hoffentlich begegnet mir in der Zeit keiner. Wird auf jeden Fall diesmal eine etwas längere Folge, so wie ich das sehe. Das leckt gerade ein wenig bei mir. Da oben war eine Kiste, glaube ich. Oder? Oder? Doch. Na, ja, Weed kann ich drin lassen, brauche ich nicht. So, und der Mega Jump. Ne. Da, Kiste. Ein Bogen. Sehr nice. Das lasse ich mal jetzt hier. Das lasse ich auch mal hier. Wie viele Pfeile habe ich? Acht. Okay, Flint habe ich keinen mehr. Hätte ich vielleicht noch mitnehmen können vom Gegner. Da lag mich noch Flint rum, aber sechs Pfeile sollen mir auch erstmal genügen. Warte ganz kurz. So. Ich musste mal ganz kurz was wegräumen. Überall Kühe, ey. Ich müsste mir echt die XP mitnehmen, aber ich glaube, dass die Kühe jetzt hier nicht so viel helfen. Primärziel ist jetzt auf jeden Fall Dia-Schwert machen. Und zwar ohne zu sterben. Und bis zum Deathmatch werden wir das auch noch schaffen. Die Kiste nehmen wir auch kurz mit. Wie gesagt, Refill und sowas. Boah, komm, lass mich hier rein. Oh. Das nehmen wir zur Sicherheit mit, damit es kein anderer bekommt. Schwert können wir da lassen. 10 Minuten bis zum Deathmatch. So. Ach komm, dich nehmen wir kurz mit. Für die Experience. Ah, meine Nase kratzt heute wieder außergewöhnlich. Oh, juckt, juckt, besser gesagt. Das verwechselt man so im allgemeinen Sprachgebrauch irgendwie öfters, oder? Jucken und kratzen? Mich kratzt es gerade. Naja, egal. Hui. Die Kiste. Ah, ihr müsst. Oh, Nase. Juckt. Nicht falsch sagen. So, komm, jetzt Diaschwert.
Wahrscheinlich war irgendwo zwischendrin auch noch irgendwo eine Workbench, die ich nur vergessen habe. Höchstwahrscheinlich sogar. Aber an die hier kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Komm. Dann haben wir ein Dia-Schwert. Wow. Hammergeil. Zack. Zack, zack. Zack. Dia-Schwert. Nice. Sehr nice. So, Kiste. Die nehmen wir auch noch mit. Können wir doch. Können wir ja. Ah! Na, sieh mal einen an. Da war schon jemand. Das heißt, hier muss jemand gewesen sein. Pfeile haben wir auch und Bogen auch. Nice. Aber leider keine. Also nicht noch mehr Pfeile. Hier ist auch eine Workbench. Soll ich verarschen? Und zwar alles ganz legal hier bekommen. Ohne zu cheaten oder irgendwas. Ist ja mal ein Wunder. Wirklich volle Eisenrüstung und Dia-Schwert. Habe ich noch nie geschafft, glaube ich, oder? Dia-Schwert plus volle Eisenrüstung. Also wirklich die beste Ausrüstung, die man haben kann. Nämlich da gehe ich auch noch mal kurz rein. Also wirklich die beste Ausrüstung, die man hier haben kann. Also in der Version der Survival Games auf jeden Fall. Na, nichts Besonderes. Dia-Schwert, zack, zack, zack. Und damit schlachten wir die restlichen Gegner ab. Drei andere sind es noch. Oh. Hui. So. Hoch, hoch, hoch. Komm, komm, komm. Ich muss die Folge heute noch rendern und hochladen. Ich habe keinen Kompass. Kompass? Kompass, ja klar. Alles am Start hier. So, und jetzt kein Fail machen und uns hier doch irgendwie verrecken. Dafür haben wir ein Boot. Haben wir nicht? Ach doch, funktioniert. Ich dachte schon, ein Boot funktioniert nicht, ey. Das wäre ja mal dreckig gewesen, ey. Aber den Drachen habe ich jetzt keinen Bock, nochmal hochzuklettern. Kommt man hier eigentlich auf den Drachen auch irgendwie oben rauf? Das weiß ich gar nicht. Komm, Boot nehmen wir wieder mit. Ich glaube, wenn die Boote hier kaputt gehen, bekommt man keine Blöcke raus. Oder gar, man bekommt, glaube ich, gar nichts raus. Hui. So, gucken wir, wo ein paar Gegner sind zum Schlachten. Oder zum Klatschen. Na, so. Da ist, glaube ich, niemand am Spawn. Hoffentlich war noch keiner am Spawn, dann sind nämlich die Kisten da auch refilled. Würde ich jetzt mal vermuten. Hier sind überall Druckplatten, das verwirrt mich voll. Ich sehe niemanden. War nicht hinter mir? Nein. Hat schon jemand? Entweder wohnt eine Uhr. Da hinten kommt jemand. Na? Komm, du verreckst. Ah, der hat auch ein Dia-Schwert, der hat auch ein Dia-Schwert, der hat auch ein Dia-Schwert. Der hat auch ein Dia-Schwert. Scheiße, 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 scheiße. Was? Das hat aber gerade ein bisschen sehr geleckt. 60 Sekunden bis zum Deathmatch. Hier hängt auch einer fest, cool. Der hängt hier fest, der hängt hier tatsächlich fest. Ich versuche da jetzt da hochzubangen. Ach, scheiße. Ach, Mann, das war wieder so mies. Der hat auch eine volle Eisenrüstung gehabt und ein Dia-Schwert. Ah, der hat keine volle Eisenrüstung gehabt. Aber der war schlauer. Ich hätte nicht gedacht, dass der ein Dia-Schwert hat. Dann habe ich die Situation einfach mal extremst unterschätzt. Da muss ich vorsichtiger sein, ganz einfach. Ich hätte mir denken können, dass der ein Dia-Schwert hat. Habe ich aber nicht gemacht. Und daher habe ich verloren, daher bin ich ein Noob und daher bis zum nächsten Mal. Na gut, ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich eine positive, wenn nicht, dann eine negative, je nachdem. Ja, und ich rede wieder ganz schön schnell. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Coole Map.